So, ich darf also jetzt mal die Position des Projekts Jesus darstellen. Es gibt sehr viele Planungsfehler und es ist auch aufgrund der kalkulatorischen Fehlleistungen nicht besonders schwierig, gegen das Projekt zu sein. Zurzeit kommt jetzt schöckchenweise bei diesen ganzen Schlichtungsgesprächen die Wahrheit an diesem Tag. Der Bundesrechnungshof geht zwischenzeitlich von Gesamtkosten von weit über 10 Milliarden Euro aus, weitgehend aus Steuergelder finanziert. Seit gestern liegt jetzt die Gesamtwirtschaftlichkeitsrechnung für den Neubau, für die Neubaustrecke vor. Mit einigen Datenspielertricks wurde jetzt ein Wert von 1,2 erreicht. Lässt man aber die leichten Güterzüge weg, die es gar nicht gibt, kommt man auf einen Wert von 0,92. Das heißt, jeder Euro, wo investiert wird, bringt einen Wert von 92 Cent. Die ganze Geschichte wird also fraglicher denn je. Nochmal, die Planung weist extrem Defizite auf. Man sieht hier die Engpässe, die wo jetzt bei den Schlichtungsgesprächen immer wieder angesprochen wurden. Und wir haben auch lernen dürfen, letzte Woche, dass die Neubaustrecke für die europäischen Tangentiale Wien-Bratislava eigentlich von unterordnungter Bedeutung ist, so wie der Herr Käfer das erklärt hat. Und wir haben auch erfahren dürfen, dass der Güterverkehr auf der alten Trasse durchs Filztal sehr stark rückläufig ist aus Kostengründen. Auf der neuen Trasse kann gar kein Güterverkehr stattfinden, einfach weil die noch steiler ist wie die Geislingsteige. Am Flughafen entsteht in Abstand von 250 Metern ein weiter Bahnhof. Bisher waren jetzt die Bürgerproteste immer sehr friedlich. Das hat sich am Donnerstag, 30.09. schlagartig geändert. Bei der Räumung des Baugeländes hat die Polizei mit Wasserwerfer, Schlagstöcken und Pfefferspray die Demonstranten aus dem Park geschmissen. Viele machen dafür unseren Ministerpräsidenten verantwortlich. Was sollen unsere Kinder von unserem Staat halten, der sie mit Wasserwerfern vom Staat von der Straße spritzt? Der Prälat Brock, katholischer Pfarrer, hatte es geschafft, vor einigen Tagen die streitenden Parteien an einen Tisch zu kriegen. Er hat das Ergebnis seiner Bemühungen als hilflos, ratlos, zornig und so weiter beschrieben. Jetzt kommt noch weiter. Das Großprojekt Stuttgart 21 bietet Finanzmittel auf viele, viele Jahre und verhindert damit notwendige Ausbau im Schienenverkehr in der Region. Noch immer verkehren auf der Remsbahn überwiegend alte renovierte Waggons der N-Klasse aus den 60er Jahren. Steile, enge Einstiege, klemmende Türen und defekte Toiletten sind weder Senioren noch familienfreundlich. Von Behinderten brauchen wir gar nicht reden. Alem Nördlinger steht auf der Liste bedrohter Schienenstrecken, war in 2003 sehr, sehr lange stillgelegt. Die Bremsbahn Aalen-Heidenheim-Ulm ist noch immer nicht elektrifiziert, trotz guter Auslastung und ist immer noch weitgehend eingleisig ausgebaut. Zusätzliche Angebote sind damit fast nicht zu realisieren. Die Strecke Aalen-Kreisheim wartet seit Jahrzehnten auf einen zweigleisigen Ausbau. Der Aalener Hauptbahnhof ist wie viele andere Bahnhöfe für ältere Leute und Behinderte eine komplette Zumutung. Mit dem Verkauf vieler bestehender Bahngebäude entwickelt sich die Situation auf den Stationen, wie soll man sagen, der Eindruck, das sind wie überdachte Haltestellen mit extrem schwierigen zu bedienenden Automaten. Seit 2007 werden übrigens in den Zügen auch keine Fahrkarten mehr verkauft und so weiter. Man sieht hier ein Bild vom Aalener Bahnhof mit der steilen Treppe. Sehr oft gehen das Band nicht, steht. Niemand kommt mit schweren Koffer rauf und runter, es gibt keinen Aufzug, es gibt kein nichts. Der Güterverkehr wird massiv auf die Straße verlagert. Überall, aktuell betrifft es jetzt die Anlage in Aalen, Illwangen, Jagdzell, in Lauchheim und in Pupfingen. Das Gelände vom Güterbahnhof in Schmünd wird bis 2014 komplett überbaut. Die B29 ist von hohem LKW-Verkehrsaufkommen komplett überlastet und man baut Gleise und Infrastruktur auf immer mehr zurück. Es besteht die Gefahr, dass wir den Intercity verlieren. Man muss sich das schon mal vor Augen halten. Jetzt noch ein paar Worte zur Legitimation, was auch angesprochen wird. Es wird immer wieder gesagt, man hätte ja die Stimme seit 94 erheben können und in der Wahl, das
Tagepläne und so weiter und so weiter. Aber was lief tatsächlich ab? Am 17.07.2009 hat das Verwaltungsgericht Stuttgart sein Urteil mit dem verkündet, dass mit dem Volksbegehren gegen Stuttgart 21 für unzulässig erklärt. Das Hauptargument lautet, man darf die Stadt Stuttgart nicht durch ein Volksbegehren zu einer rechtswidrigen Aktion zwingen, da die Stadt Stuttgart vertraglich und gemeinderechtlich zur Teilnahme an Stuttgart 21 verpflichtet ist. Am 7. November 1995 hat die Stadt mit anderen Projektbeteiligten, der Bahn, dem Land, dem Bund und der Region eine rechtsverbindliche Rahmenvereinbarung geschlossen, mit der das Projekt vertraglich begründet wurde. Am 7. November 1995. Am 30. November 1995 hat der Gemeinderat der Stadt Stuttgart dem zugestimmt. Das heißt, am 7. November 1995 stand fest, das Ding wird gebaut, kostet es, was es wolle, die Leute können tun, was sie wollen. Das muss man sich schon wirklich vor Augen führen. Jetzt noch, heute bei der Schlichtungsgespräche war ja das Modell Kopfmannhofer 21 auf der Tagesordnung. Auch der Herr Käfer hat zugeben müssen, es ist machbar, es ist baubar, es funktioniert, es könnte funktionieren, man will es halt nicht. Es geht um Geländespekulation, es geht um ich weiß nicht, man will das Ding mit Gewalt durchbrüchen. Und um nichts anderes geht es eigentlich. Ich kann nur alle auffordern, bei der Landtagswahl im März sich zu überlegen, für was man sich entscheidet und was das bessere Konzept ist. So, vielen Dank. Soweit.